Servus. Ist das jetzt? Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen. Füge hinzu, wieder einmal im Palais Epstein im Innenhof zu einer Veranstaltung, die sich für mich zumindest in eine Reihe von vielen Veranstaltungen einfügt, die mir auch ganz besonders wichtig sind und am Herzen liegen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir zum Podiumsgespräch heute hier so wichtige, interessante Personen auch begrüßen dürfen. Podiumsgespräch wird unter dem Titel stehen, Störenfriede der Erinnerung. Vor exakt 18 Tagen, heute ist der 18. September, nämlich am 1. September, ist ja auch die Ausstellung Opfer der Militärjustiz eröffnet worden, bei der ich ja auch anwesend war und auch sprechen durfte. Und ich begrüße natürlich ganz besonders herzlich die Gäste zur Veranstaltung, nämlich jene, die hier bereits am Podium Platz genommen haben. Ich bedanke mich bei Herrn Professor Manuschek, der es übernommen hat, zu moderieren heute. Und ich darf sehr, sehr herzlich begrüßen Frau Helga Emperger, Mitglied der Widerstandsgruppe in Kärnten, die unter anderem Deserteuren Unterschlupf geboten hat, Herrn Friedrich Tscherha, Wehrmachtsdeserteur, Komponist, herzlich willkommen. Richard Wadani brauche ich ganz und gar nicht vorstellen in dieser Runde, als Ehrenobmann des Vereins Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz und ehemaliger Wehrmachtsdeserteur. Peter Kucher, den ich mittlerweile schon sehr lange kenne. Und ich begrüße sehr herzlich Hugo Pepper, als ehemaligen Widerstandskämpfer, den ich wahrscheinlich auch nicht näher an dieser Stelle vorstellen brauche. Danke noch einmal fürs Kommen. Danke den Diskutantinnen und Diskutanten. Wir werden mit großem Interesse den Ausführungen folgen. Vielen Dank.